Konami möchte uns Nostalgie verkaufen. Wie machen die das? Gucken wir doch mal rein. 25 Jahre. Die alten Götterkarten. Wir kriegen also Götterkarten als neuen Print. Klingt ja erstmal ganz geil für die Nostalgiker unter uns. Wir können mal ganz kurz dieses Bild hier festhalten. Ich weiß, ihr seht jetzt nicht alles, aber halten wir kurz mal fest. Wir haben drei Götterkarten. The God of Obelisk, Saint Dragon, The God of Osiris. Und das kann ich gerade nicht lesen, aber ich glaube, steht The Sun God Dragon drauf. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, denken wir so erstmal, die sehen ein bisschen komisch aus. Ich werde euch gleich mal zeigen, wo die Bilder herkommen, denn ich habe die schon mal gesehen. Nicht nur in offiziellen Shueisha und Konami Releases, dazu möchte ich gleich noch eingehen. Aber halten wir mal fest, die habe ich schon mal gesehen. Was kriegen wir denn jetzt hier? Drei Götter. Obelisk. Persönlich mag ich das Artwork tatsächlich sogar ja gerne. Und wir haben Osiris. Und natürlich The Sun God of The Sun God Dragon. Ich muss persönlich sagen, die sehen sehr clean aus. Hat verschiedene Gründe, gehe ich da ja mal ganz kurz drauf ein. Und so werden wir das bekommen. Also wir kriegen dieses Display mit den drei Götterkarten drin, die, wie es im Titel steht, aus Edelstahl sind. Für alle, die wissen, Stainless Steel ist Edelstahl. Das heißt, die Prints von den Karten sind aus Edelstahl. Und wir kriegen die so eine Schnickenbox hier. Ja. Yugo Trading Card Game, Stainless Steel, Egyptian God Cards Pre-Order, or Sets of the Three Egyptian God Cards Now. Also wir können jetzt vorbestellen, die drei Egyptian Götterkarten in Edelstahl. Okay. Und das hier hat auch für so ein bisschen Verwirrung gesorgt. Denn wir kriegen offensichtlich auch eine Black Luster Karte. Aber nicht alle. Das Ding ist, wie ich es gesehen habe, auf so 2000 Kopien limitiert. Das heißt aber, dass Konami davon ausgeht, dass diese Götterkarten mindestens 2000 Mal verkauft werden. Gehe ich gleich mal ganz kurz darauf ein, ob das so ein Ding ist, was ich jetzt so gut finde, dass die damit rechnen, dass das so viel verkauft wird. Und wir können die halt, diese Karte können wir nur gewinnen. 2000 limitiert, mehr geht's einfach nicht. Und das hier ist ganz wichtig, das könnt ihr zwar nicht sehen, weil ich davor bin, aber Tournament Legal. Heißt, wir kriegen danach einen Black Luster Soldier, der Tournament Legal ist. Wie ich das jetzt hieraus sehen kann, ist die Karte auf Japanisch. Ich weiß nicht, ob wir im TCG auch eine bekommen, die TCG legal ist. Lassen wir aber hingestellt, ich schätze mal schon, ansonsten wäre die Bewerbung hier ein bisschen frech. Ich finde es aber auch doof, dass sie sagen, Tournament Legal Karte, und dann hier die japanische Karte zeigen. Weil wenn die wirklich sagen, okay, die ist Tournament Legal, dann müsst ihr die auch auf Englisch machen. Zuerst einmal, ich persönlich finde diese Special Sammler-Dinger von Konami eigentlich ziemlich cool. Sich dabei auf Nostalgie zu berufen, macht durchaus Sinn, denn die Nostalgiker sind jetzt schon ein bisschen älter, das heißt, die haben ein bisschen Cash, um das in das Game fließen zu lassen. Jetzt ohne es zu wissen, was denkt ihr, was diese drei Karten, dieses Display, was euch das kostet? Ich möchte kurz einmal in Erinnerung rufen, wir hatten schon einmal ein Platinum Blue Eyes Dragon und ein Platinum Dark Magician. Ich weiß nicht mehr genau, was die gekostet haben, ich glaube, die waren so bei, waren die beim Taui oder waren die bei 2000? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich weiß nicht, ich habe mir die nämlich nicht besorgt, aber die waren aus Platinum, also aus Platin. Die hier sind aus Edelstahl. Edelstahl ist ein deutlich günstigeres Metall als Platin. Ich persönlich weiß das noch gar nicht, was die kosten. Aber ich habe gehört, es gibt hier einen Link in der Videobeschreibung. Also in der Videobeschreibung von dem Video ist das hier EU. Schätze ich mal, ne? Ja. Okay, und hier über mir, da sehen wir jetzt einen Preis. Und, huh! Zuerst einmal, crazy. 400 Euro für drei Karten aus Edelstahl. Klar, das ist ein Produkt, was natürlich einen Sammleranspruch hat. Das heißt, es ist ein Sammlerobjekt. 400 Euro kann man dafür schon mal investieren. Aber die sind aus Edelstahl. Und das ist jetzt nicht wirklich ein wertvolles Material. Und wenn wir davon ausgehen, dass Konami davon mindestens, sag ich mal, 10.000 Dinger produziert hat, wovon ich mal ausgehe, gehen deren Kosten
komplett ins Nichts. Und 400 Euro dafür ist schon krass. Ne, und das alles hier ist Acrylic. Ja, okay. Und das sind die drei Bilder von den drei Göttern. Ne, also hier haben wir hier Slifer oder Osiris. Haben wir einmal Obelisk und einmal den Drachen von Ra. Ja. Erstmal persönlich, ich finde die jetzt nicht sonderlich schön. Aber, und das muss ich ihnen zugutehalten, die haben was ganz Nostalgisches genommen und gesagt, wir machen das als Design für Karten und vertreiben die an die Leute, die wirklich haben möchten. Und ich glaube schon, dass es extrem viele Fans davon gibt, die haben möchten. Nochmal ganz kurz hier für das Disclaimer. Die Karten sind logischerweise nicht turnierlegal. Ich denke mal, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, die sind aus Edelstahl. Aber für alle, die es mal wissen, die könnt ihr nicht in Deck spielen. Ihr könnt übrigens mal gerne ein Like dafür das Video lassen, wenn ihr in Zukunft mehr News haben wollt, die rund ums CCG passieren, wie jetzt hier so ein Kram. Jetzt natürlich die Frage ist, wo haben wir diese Dinger schon mal gesehen? Und die Konnoisseure werden jetzt denken, ja klar, das war doch in der einen Anime-Folge. Falsch! Diese Karten sind so niemals im Anime aufgetaucht. Die Karten so sind den meisten ein Begriff aus einem anderen Kontext. Aber ich sage euch mal, wo Konami das her hat. Und hier hat Konami das her. Nämlich die Karten, die so im Manga waren. Diese Karten, sowohl The God of Obelisk, als auch den Drachen und auch Osiris, so heißt nämlich die Karte im Original, also im OCG und woanders, haben wir aus dem Manga. Hier sind übrigens auch Slifer und Ra, falls ihr sie mal sehen wollt. So waren die halt im Manga. Logischerweise halt nur schwarz-weiß, weil im Manga gibt es halt keine Farben für die ganzen Dinger. Die anderen, die sich jetzt sagen, ja, aber ich habe die doch schon mal woanders gesehen und zwar relativ prominent. Und ja, ich auch. Und wisst ihr wo? Und zwar in dieser Form. Und für alle, die jetzt denken, hä, habe ich nie gesehen? Für alle, die ein bisschen jünger von euch sind. Früher gab es Flohmärkte. Gibt es heute immer noch, geht man nur selten hin. Und damals haben euch eure Eltern Yu-Gi-Oh! Karten gekauft. Auf diesen Flohmärkten. Und die sahen so aus. Und die so aussahen, die waren fake. Weil die sich, wo auch immer die die hergehabt haben, gedacht haben, ja, lass uns mal da Karten draus machen. Und jetzt hat Konami sich gedacht gehabt, ey, das war so cool, lass da mal Sammlerstücke draus machen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde die Intention dabei ziemlich cool. Ich finde auch die Idee an sich gut. Nur Manga-Karten zu machen, wie sie jetzt gemacht haben, hat halt für keinen Nostalgiker was. Es sei denn, du hast halt den Manga gelesen. Und sind wir mal ehrlich, das sind die wenigsten von uns. Wenn wir uns einmal angucken, was cool gewesen wäre, ohne jetzt Konami hier komplett zu fronten, wäre das hier gewesen, und zwar mit echtem Gold oder Gold draufgesetzt, wäre auch cool gewesen, mit den richtigen Bildern auf einer richtig geilen Karte, die wirklich aussieht, als wäre sie aus Metall. Weil der Edelstahl, sind wir mal ehrlich, der sieht einfach aus wie Pappe. Du hast es ja in diesem Plastikding drin. Heißt, du siehst es halt nicht. Sowas wäre cooler gewesen. Oder, wovon ich noch viel mehr ein Fan gewesen wäre, wäre wirklich zu sagen, ey, pass auf, die Karten im Anime, die waren so geil, wir machen die Anime-Karten. Und das wäre geil gewesen. Klar, nicht für OCG. Dann hätten sie ja mehr Sachen produzieren müssen, weil die hätten im OCG die OCG-Sachen machen müssen. Und natürlich im TCG dann die Anime-Karten aus dem TCG. Und dann hätten die sowas gemacht für uns hier im Westen. Klar, für im OCG hätten die was anderes gemacht, aber das hätten wir hier im Westen bekommen. Und das, finde ich, wäre eine deutlich schönere Lösung gewesen. Ich muss trotzdem sagen, ich persönlich finde die Karten haben schon ein bisschen Charme. Ich persönlich mag die gar nicht, ich werde sie mir auch nicht holen. Für alle Sammler, die sich das in ihre Vitrine reinstellen wollen, go for it. Ist ja auf jeden Fall cool, hat man was zu erzählen. Ah, guck mal, das sind Yu-Gi-Oh!, das sind die aus dem Manga, wie damals ursprünglich raus waren, wie Takahashi sich das vorgestellt hat. Finde ich cool. Kann man so machen. Ich finde es aber irgendwie weird, dass die keine von den anderen Lösungen gewählt haben, die wirklich auch die Anime-Fans catchen. Denn sowas, da hätten die auch einen Taui für bezahlt. Also ich jetzt nicht, aber da hätten die einen Taui für bezahlt. Wenn die sowas bekommen hätten, als richtige Karten zum Anfassen, hätten die einen Taui für bezahlt. Für die Dinger mit dem Gold hätten die auch locker einen Taui bezahlt für die drei. Locker. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Seht euch einmal das Video an, das ist mich auch sehr spannend. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.